Angeln in Minecraft ist langweilig. Es dauert sehr, sehr lange und am Ende bekommt man eh nie das, was man eigentlich gebraucht hat. Doch in der heutigen Challenge ist das Ganze etwas anders, denn wir haben jetzt auch die Möglichkeit, so an extrem starke OP-Items zu kommen. Das können zum einen natürlich Tools, Rüstungsteile, aber auch andere besondere Dinge sein, die mir einen enormen Vorteil verschaffen. Was ich so alles gefunden habe und ob ich es geschafft habe, damit am Ende den Enderdrachen zu besiegen, seht ihr also heute in diesem Video. Wenn euch diese etwas leichtere Challenge trotzdem gefällt, könnt ihr sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen und kommentiert auch gerne weitere Challenges, die ich mal ausprobieren soll. So, jetzt aber wie immer viel Spaß mit dem Video. Also erstmal Holz abbauen, erstmal Standard-Equip ranholen und dann holen wir uns eine coole Angel. Dann gehen wir in das Dorf, was ich da drüben schon erblickt habe und holen uns da ein bisschen Essen. Merken uns das, daneben ist auch ein Lavasee. Dann gehen wir zum Ozean. Dort hole ich mir in irgendeiner Ozeanruine oder so eine richtig, richtig, richtig gute Angel, die mich wirklich absolut glücklich macht. Ja, wir gehen jetzt erstmal in das Dorf und dann holen wir uns da erstmal ein bisschen Essen. So, da haben wir erstmal viel Weizen geholt, dann craften wir uns Brote und haben schon mal Essen, das ist doch gut. Dann gehen wir aber erstmal zum Eisengolem. Ich hoffe, der tötet mich nicht. Und dann holen wir uns erstmal unser Free-Eisen von dem Kollegen. Das ist wirklich sehr nett. Da machen wir uns erstmal ein Schild. Und ja, dann können wir eigentlich schon in den Ozean und dann können wir uns irgendwo, wenn hier ein Ozean in der Nähe ist, was cool wäre, können wir uns dort eine gute Angel holen. Also entweder wir töten Spinnen oder so und können uns so eine Angel craften oder wir finden im Ozean eine, die direkt verzaubert ist. Das fände ich sogar besser. Und dann sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet, können uns hinstellen und die ganze Zeit Sachen angeln. Das wird wild. Ey, da vorne ist sogar wirklich ein Ozean. Das ist ja perfekt. Schiffswracks looten für den Anfang. Ja, wenn wir eh schon im Ozean sind, können wir das auch machen. Aber ich glaube, dass wir durch das Angeln eigentlich sowieso sehr, sehr krasse OP-Loots bekommen. Kann auch sein, dass wir wieder nur Holzhaus bekommen und ich ganz, ganz enttäuscht bin. Aber wenn jetzt sowieso Nacht wird, dann können wir auch ganz entspannt Spinnen töten. Oh, Spinne. Angel. Wir können uns eine Angel machen, wenn wir die töten. Und sie 2 Strings droppt. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, reicht. Perfekt. So, jetzt sind wir aber zurück im Dorf und können uns erstmal unsere erste Angel craften. Ja, mit Wolle. Perfekt. Mit Strings natürlich. Yo, Freunde, ich habe da vorne einen riesigen Karpfen gesehen. Den müssen wir jetzt angeln. Bitte, bitte, bitte. Freunde, wir angeln einen riesigen Karpfen. Und dann erlegen wir den mit den bloßen Händen. Yo, okay, unser erstes Item. Ich fasse es nicht. Eine Curse of Vanishing. Effizienz 3 Holzspitzhacke. Also schlechter kann es wirklich nicht sein, oder? Ich dachte, wir kriegen OP-Loot, wir kriegen eine Holzspitzhacke. Okay, zweites Item aber besser. Chainhose, Protection 3, ist in Ordnung. Protection 4, Netherite Boots, so sieht's aus, Freunde. Das ist doch schön. Das gefällt mir doch. Effizienz 4, Unbreaking 3 und Silk Touch, Goldspitzhacke ist eigentlich gut. Okay, erstes Obsidian, damit können wir uns dann ein Portal machen, das ist cool. Ja, perfekt. Eine Lederbrustplatte mit Protection 3. Und ich habe eine Netherite Hoe bekommen. Mit Glück 3 und Effizienz. Das erste Netherite Tool, was wir bekommen, ist eine Hoe. Aber immerhin haben wir eine Enderperle. Vielleicht müssen wir dadurch weniger farmen. Ich will mir auf jeden Fall jetzt erstmal... Oh, Curse of Binding. Es wäre mir fast passiert. Aber darauf falle ich nicht drauf rein. Wir brauchen keine Gold Chestplate. Auf keinen Fall. Oh, Lederhelm mit Curse of Vanishing. Das ist eigentlich egal. Dia-Schwert. Sharpness 4. Let's go, Freunde. Wir haben einen Bogen bekommen mit... Ja. Power 4 und Flame. Ich hätte gerne einen mit Infinity. Da müssen wir keine Pfeile traden. Aber das ist nice. Boah. Schlechtestes Rüstungsteil EU West. Curse of Binding und Curse of Vanishing. Ist ja ganz katastrophal. Trident. Unbreaking 3 und Loyalty. Das ist nice. Wir haben eine Eisenbrustplatte bekommen. Cool. Protection 3, Mending und Unbreaking. Ja, wir können ja erstmal so lange angeln, bis die Angel kaputt ist. Und dann gehen wir zum Ozean und holen uns eine krassere. Ich denke, das ist ein guter Plan. Übrigens, ihr könnt die meisten meiner Challenges auch auf Server mit euren Freunden selbst spielen. Falls ihr dafür noch einen Anbieter braucht, kann ich euch meinen Langzeitpartner G-Portal nur wärmstens ans Herz legen. Hier findet ihr Game-Server für so gut wie jedes Spiel, darunter natürlich auch Minecraft. Das Coolste daran ist, dass ihr wirklich alles komplett nach euren Bedürfnissen anpassen könnt. Je nachdem, was ihr auf eurem Server machen wollt, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Presets. Ihr könnt den RAM, die Dauer und den Standort allerdings natürlich auch manuell anpassen, so wie ihr es gerade braucht. Die Preise sind wirklich extrem gut und über den Link in meiner Videobeschreibung spart ihr sogar nochmal 10% extra. Ein Riesendanke geht wie immer raus an G-Portal für die Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Yo, Elytra, let's go. Leider ohne Enchantments, aber Elytra ist sehr geil. Und unser erstes Dia-Tool mit Schutz 4 und Unbreaking 3. Das ist doch auf jeden Fall sehr befriedigend. Oh, naja, gut. Curse of Vanishing, nicht Curse of Binding. Und deswegen unser erstes, zweites Netherite-Rüstungsteil. Sehr cool. Yo, Netherite-Hose ist aber, glaube ich, schlechter als unsere aktuelle Dia-Hose. Weil Schutz 4 und Unbreaking, ich glaube, das ist Dia besser. Wir haben unser erstes Totem bekommen, Freunde. Sau nice.
Das ist jetzt ein Custom-Totem, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Schreibt mir gerne mal in die YouTube-Kommentare, wie ihr das findet, yo. Und damit sind wir auf jeden Fall abgesichert, falls ich trotz der Elytra mal einen MLG verkacke, was auf jeden Fall passieren wird. Full Netherite, Freunde! Und was ist das für ein Helm? Respiration 2, Protection 3, Aqua Affinity und Unbreaking 3. Ja, dann müssen wir eigentlich auch die Netherite-Hose nehmen. Einfach, weil wir dadurch jetzt schon Full Netherite sind. Und das nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde. Wie cool. Gleich ist auch unsere Angel kaputt, dann suchen wir uns auf jeden Fall eine bessere. Ey, und dann läuft das deutlich besser als gedacht. Ich bin sehr zufrieden. So, Freunde, die Angel ist kaputt. Wir haben nochmal eine Goldschaufel bekommen. Und das bedeutet, wir laufen jetzt ganz entspannt durch die Gegend und suchen uns einen Ozean, wo wir dann hoffentlich Ozeanruinen bekommen, die noch nie ein Mensch in der Welt gelootet hat. Und dort bekommen wir dann hoffentlich eine bessere Angel und dann angeln wir weiter, nur hoffentlich ein bisschen schneller. Wo um Himmels Willen ist ein Schiffswrack oder eine Ozeanruine? Die findet man sonst so viel. Hier ist natürlich ein Dingensbummens, ein Ozeantempel, das ist das erste, was wir finden. Aber hier drüben ist auch eine Ozeanruine und das ist doch schön. Kann man in Schatzkarten Angeln finden? Kann man nicht. Ja, okay, dann ist blöd. Also klar, wir könnten es trotzdem nehmen für Eisen und das machen wir. Komm wieder her. Eisen ist trotzdem gut. Und dann können wir uns hier eine Schatztruhe looten und kriegen 5 Dias. Das ist, glaube ich, wirklich selten. Dann dazu noch ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold und ja, den Rest brauchen wir nicht. So, dann gehen wir jetzt hier runter und hier muss eine gute Angel drin sein. So, bitte eine gute Angel. Bitte, bitte. Erste Kiste, keine gute Angel. Zweite Kiste, gar keine Angel. Oh, auch nix. Warum ist denn hier nirgendwo eine Angel? Ey, das kann doch nicht sein. Wir finden keine Angeln. Lure 3, okay, das reicht mir. Hier vielleicht. Oh, ha, Luck of the Sea auch noch. Let's go. Das ist doch das Beste, was wir bekommen können, oder? Und das bedeutet, wir können das mit einem Amboss, wenn wir noch ein bisschen Eisen farmen, ganz easy kombinieren. Und dann haben wir eine super stabile Angel und damit geht alles deutlich schneller. Ich glaube, Lure ist halt das Beste, was wir bekommen können. Luck of the Sea ist halt, wie gesagt, einfach nur, dass wir öfter Schätze bekommen. Aber Schätze sind uns ja egal, weil bei uns sind alle Schätze. Deswegen ist es, glaube ich, eigentlich klüger, wenn wir unsere Angel nicht kombinieren und einfach dieses Lure-Ding benutzen. Oh, was? Ich denke, das ist gut, oder? Netherite-Block. Hey, das ist das erste richtig starke, was wir bekommen haben. Also Netherite-Block ist gut. Da können wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen upgraden. Oh, Enderperle. Die vierte. Let's go. Oh, okay, das ist ein Game-Changer. Ich wusste nicht, dass man Enderaugen bekommen kann. Yo, Eisenblock. Perfekt für den Amboss. Damit haben wir noch nicht genug, aber müssen weniger farmen. Das ist sehr nice. Also unsere Angel ist gleich kaputt. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einen Amboss, damit wir die Angel mit der Angel kombinieren können. Und wir haben schon 26 Eisen, brauchen allerdings noch 4 oder 5 mehr. Also wird kurz gefarmt. Wenn der 5 gibt, dann haben wir perfekten Amboss und dann bin ich glücklich. Okay, wir haben jetzt 26 Eisen und jetzt haben wir 31. Er hat wirklich 5 gedroppt. Ich glaub's nicht. Manche Sachen kann man sich einfach nicht ausdenken. Dann können wir jetzt hier unsere Angeln verbinden. Entweder hier, das kostet 12 oder hier, das kostet 14. Das ist schon teuer. Aber wir haben keine Wahl. Okay, wir haben jetzt erstmal eine bessere Angel und das bedeutet, wir angeln. Das ist der Plan. Effizienz 4 und Unbreaking 3. Das ist ja besser als meine aktuelle. Yo! Sharpness 4, Fire Aspect 2, Knockback 2 und Unbreaking 3. Leider kein Looting. Aber wenn wir das noch drauf machen und das mit dem kombinieren, dann ist wirklich ein krasses Schwert. Oh, endlich eine Netherite-Axt. Ich warte die ganze Zeit drauf. Wir hatten bis jetzt nur eine Gold-Axt. Endlich. Oh, Netherite-Chestplate. Unsere aktuelle hat nur Curse of Vanishing und die hat Protection 4. Das ist deutlich besser. Yo, OP-Goldapfel. Wie sick, let's go. Gut, also wie gesagt, wir verangeln jetzt noch unsere Angel, also die Haltbarkeit. Und ja, dann graden wir die Sachen ein bisschen ab, gehen in den Nether, kümmern uns um alle Sachen, die wir brauchen, um ins End zu kommen. Und dann besiegen wir den Enderdrachen. Das ist der Plan. Ich denke, das ist ziemlich seriös und simpel. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was Gutes bekommen, Freunde. Die Angel ist gleich kaputt. Die Angel ist gleich kaputt, um Gottes Willen. Ein Goldhelm. Ich dachte gerade, es wäre ein Hühnchen. Damit ist das jetzt unser Loot, den wir durch 3 gute verzauberte Angeln bekommen haben. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns ein Smithing-Table, wenn ich irgendwie an Eisen komme. Hoffentlich gibt es einen neuen Eisengolem. Dann kümmern wir uns darum, wirklich noch das Beste rauszuholen. Und dann wird in den Nether gegangen. Das ist der Plan. Step 1, das Eisen schmelzen und unsere Tools auf Netherite upgraden, wenn ich das hinbekomme. So, also wie gesagt, erstmal Eisen schmelzen. Zum Glück habe ich das nicht irgendwo random verloren. Würde ich mir auch zutrauen. Und dann machen wir uns einen Ofen. Und dann schmelzen wir da erstmal ein bisschen Eisen drin. So, dann können wir uns hier nämlich einen Smithing Table rausbauen. So sieht's aus. Packen dann hier erstmal, wir haben richtig viel Netherite, ne? 36 Stück, das ist echt heftig. So, und dann können wir hier erstmal die Brustplatte upgraden. Dann die Hose upgraden. Dann brauche ich auf jeden Fall Looting auf mein Schwert. Dann mache ich hier mal, ach komm, wir haben es ja, Freunde, wir machen alles Netherite. Sogar die ganzen Tools, die wir gar nicht mehr benutzen. Sharpness, klar, rein da. Ja, und damit sind wir full Netherite. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, und dann haben wir hier sehr stabile Sachen. Können wir das vielleicht kombinieren sogar, die Schwerter? Das wäre krass. Yo, 17 Level und wir haben 18.
Sharpness 4, Fire Aspect 2, Knockback 2, Unbreaking 3, Looting 2. Das ist schon ein gutes Schwert, würde ich sagen. Ist schon okay. Ich würde nur noch ein paar Pfeile traden bei einem Fletcher, weil da brauchen wir auf jeden Fall viele. Aber dann, Freunde, sind wir eigentlich gut unterwegs. Und ich freue mich, euch das mitteilen zu können. Ihr werdet Fletcher! Und zwar beide. Wie cool ist das denn? Wow! Jetzt muss ich natürlich nur noch die richtigen Trades bekommen. Yo, top. Ich bin ja schlecht, aber ich denke, 6 Decks sollten sogar für mich reichen. Und dann können wir hier Obsidian farmen und dann unser Portal aufbauen schnell. So, wir haben jetzt 20 Obsidian. Das bedeutet, wir kommen auch wieder raus. Guter Voice Crack. So, und dann können wir jetzt endlich mal in den Nether gehen und dann endlich versuchen, Blaze Wards zu farmen. Wir nehmen zur Sicherheit mal viel zu viele mit. Wir nehmen 16 mit. Das reicht für mich sogar. Oh, gibt's nicht. Festung direkt in einem Warp Forest. Hey, Kollegen. Alles okay bei euch? Ich hoffe mal. Ey, direkt guter Drop. Wir haben 7 Blaze Wards jetzt schon. Und ich glaube, das hier wird der Rest, den wir doch irgendwie brauchen. Und das ist es. Wir haben 10 Blaze Wards, 16 Enderperlen und ab geht's. Perfekt, ein Traum. So, wir craften jetzt aber trotzdem erstmal unser Blaze Powder. Machen wir mal 8, das sollte reichen. Dann machen wir uns natürlich auch Enderaugen. Ja, Freunde, und dann können wir das erste Auge werfen und sind eigentlich good to go. Wir suchen den Stronghold. Es geht in die Richtung, oder? Es geht in die Richtung, okay. Nächstes Enderauge. Es geht immer noch nach vorne. Vielleicht ist ja der Stronghold auf dem Ozean. Okay, jetzt geht's zurück. Jo, es geht zurück. Sau stark. Okay, es geht in die Erde rein. Perfekt. Wir müssen uns hier runtergraben. Das bedeutet, laut meiner sehr, sehr unseriösen Rechnung, muss der Stronghold hier sein. Und deswegen graben wir uns jetzt hier straight nach unten, was man nie machen soll. Freunde, ich baue mich jetzt genau hier runter. Hier muss was sein. Unter Wasserhöhle. Eieiei, wie ich das hasse. Guckt euch das mal an, Freunde. Hier soll der Stronghold sein. Hier habe ich mich auch das letzte Mal runtergegraben. Und wenn jetzt aber hier gleich der Stronghold nicht kommt, dann weiß ich nicht. Dann stimmt was nicht. Dann ist wirklich irgendwas kaputt hier. Es ist ganz kurios. Also, wir haben lange gesucht, aber wir müssen jetzt in den Spectator. Ja, ihr schreibt alle rein, da müssen wir gar keine Abstimmung machen. Jetzt gehen wir in den Spectator-Modus. Und ich bin gespannt, ob wir hier wirklich den Stronghold nicht finden. Oh, aua! Das ist jetzt wirklich, wirklich unbefriedigend. Es tut mir jetzt wirklich voll leid, dass ich das gemacht habe. Ihr meintet aber auch, ihr habt auch nicht verstanden, wo der sein könnte. Also ich war wirklich überfordert. YouTube muss das nicht wissen. Ja, schneiden wir raus. Ey, der Stronghold! First try, wow, ohne irgendwelche Probleme. Oh, Silberfische! Portalraum! Süßwasser! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Warum habe ich 10 gezählt? Es waren 11 oder 12, aber es geht ins End. Yo, bester Spawn. Einfach direkt da. Wie cool. Und dann können wir anfangen, die ganzen Türme abzuschießen. Let's go. Noch ein bisschen. Ja, das war doch das Letzte, oder? Der Drache kann sich nicht mehr regenerieren. Und wir schießen ihn jetzt mit souverän Aim ab. Wobei, wisst ihr was, Freunde? Wir gehen das Risiko ein. Natürlich gehe ich in den Nahkampf. Kann ich das? Auf keinen Fall. Oh, er kassiert. Ja, ja. Flieg noch einmal in die Mitte und du wirst es bereuen. Und er fliegt in die Mitte. Und das ist es, Freunde. Das ist es. Wir haben das erste Mal Minecraft in einem Livestream durchgespielt. Mit OP-Items, die wir durchs Angeln bekommen haben. Eine recht einfache, aber trotzdem eine spaßige Challenge. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich stream regelmäßig, guck gerne auf Twitch vorbei. Und ja, lasst dem Video unten gerne ein Like und ein Kommi da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder zum nächsten Video. Oder morgen oder heute im Stream. Haut rein, ein Enderman wird sauer auf mich, obwohl ich ihn nicht angeschaut habe. Perfekt, wir sehen uns. Tschüss.